Moin und herzlich willkommen zu 820. Rohstoff, Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 12. August 2014 und der Blick auf die Rohstoffliste. Wir sehen Gas am stärksten mit plus 0,8%, Gold plus 0,65%, Palladium plus 0,4%, Silber weitestgehend unverändert. Unser Druck sind Crude und Brent und darüber müssen wir heute auf jeden Fall sprechen, insbesondere über Crude. Da haben wir ja eine Position auf der Long-Seite. Gold macht heute das höhere Tief, das höhere Hoch. Wir haben nach wie vor eine Kaufformation in der Stochastik. Wir haben ein steigendes Momentum. Wir haben so viel Unterstützung uns hier aufgebaut mit der 20er, 50er, 100er und 200-Tage-Linie. Wir hatten gestern miteinander darüber gesprochen gehabt. Freunde, wenn der Markt zurückkommt, dann ist es ganz wichtig, dass er nicht hier diese Zone 13,03 und die 200-Stunden-Linie, gestern war es 12,97, heute ist es 12,99, dass die nicht bitte bärisch aufgegeben werden sollte, damit das kurzfristig aufwärtsgerichtete Fenster nach wie vor Bestand hat und wir nicht möglicherweise hier eine Schulterkopf-Schulterformation haben und wir machen die bullische Bewegung. Jetzt kämpfen wir hier mit dem Stundenschlusskurs um die 13,60, mit dem Hoch um die 13,18. Wenn das aus dem Weg geräumt worden ist, sind die Ziele 13,20, 13,25 und wir haben dann übergeordnet Platz, hier 13,30 zu machen. Eher unwahrscheinlich, dass wir dann ganz stark in Richtung 13,50 laufen. Und ich wiederhole mich sehr gerne, eher wahrscheinlich, dass wir hier in dieser Range nach wie vor bleiben sollten und nicht jetzt in dieser Bewegung ausbrechen. Wenn wir ausbrechen, dann haben wir übergeordnetes Potenzial, weil wir ein großes Dreieck hinter uns gelassen haben. Gold sieht kurzfristig eher stark aus, wenn Sie diese bullische Keilformation getradet haben mit dem Ausbruch hier oberhalb der 1300er Marke. Ich zeige Ihnen das noch einmal. Wir kommen, wir haben jetzt eine Welle gemacht, wir machen die zweite Welle. Das ist eine gute Möglichkeit, um über Teilgewinn nachzudenken, Stop-Loss anzupassen und zu gucken, was der Markt noch so alles kann. Während Gold eher stark aussieht und erst wenn der hier diese Zone um die 1300 nachhaltig per Tages- und Stundenschlusskurs bärisch aufgeben sollte, wir dann wieder von der 12,85 sprechen müssen, muss man sagen, sieht das bei Silber so ein bisschen anders aus. Denn Silber kämpft hier nach wie vor mit der 200-Tage-Linie plus, hatten wir auch miteinander darüber gesprochen gehabt, mit der 200-Stunden-Linie. So, hier scheitern wir einmal, scheitern wir zweimal, kommen jetzt noch einmal zurück. Wir haben hier bullische Keilformationen gebildet, alles richtig. Gleichzeitig, schauen Sie sich das mal an, der Markt wird hier abverkauft und quält sich langsam hoch. Sieht aus wie eine bärische Flaggenformation im Stundenchart. Wenn wir diese Unterstützungen um die 1990, um die 1985 bärisch aufgeben, kann der Markt nochmal eine Bewegung in Richtung 1950 machen. Damit das nicht passiert, muss es den Bullen gelingen, dass sie die 200-Tage-Linie hinter sich lassen, damit sie dann in Richtung 2045 laufen. Erst hier drüber können wir 2150 machen. Dass der Markt hier mehrere Konsolidierungskerzen von der Unterstützung einfach nur macht, zu konsolidieren, 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 das ist kurzfristig schwach. Und das ist auch das Problem. Wir haben bei Gold eher starke Stochastik, Kaufformation, der Markt macht das höhere Hoch. Hier machen wir zwar auch das höhere Hoch, aber wir überwinden nicht diese Widerstandszone. Und auch die K&D-Linie zeigen keine wirkliche Stärke. Wichtige Unterstützung. Bis jetzt kommt von der Unterstützung keine Stärke. Je länger das dauert, desto gefährlicher wird es. Aber entschieden ist das noch nicht. Achten Sie bitte auf diese bärische Flaggenformation, die ich Ihnen gezeigt habe. Und achten Sie auf jeden Fall diese Zone um die 1950. Das ist dann eine wichtige Unterstützungszone, wenn die 1990, 1985 per Stundenschlusskurs bärisch aufgelöst werden sollte. Crude habe ich Ihnen gestern gezeigt, dass wir mit der Unterstützung von der 200-Tage-Linie eine bullische Bewegung gemacht haben. Und ich habe Ihnen gesagt, Leute, das ist gut möglich, dass das hier, so, machen wir es mal ganz groß, also, dass das hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist und dass wir jetzt durch die Nackenlinie durch sind und wir würden gerne die Unterstützungszone kaufen, zumal die 200-Stunden-Linie da ist und wir sehen Potenzial, dass der Markt mit dieser Unterstützung über den Tageschart in Richtung der 100-Dollar-Marke läuft, da ist auch die 20-Tage-Linie. So, was macht der Markt? Der Markt kommt jetzt hier deutlich unter diese vermeintliche Nackenlinie, deutlich unter diese 200-Stunden-Linie. Jetzt gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich sage, naja, der Markt läuft unsauber oder der ist manipuliert oder was auch immer. Aber viel wahrscheinlicher, das ist auch immer, wenn der Computer nicht klappt, ist meistens derjenige, der vor dem Computer sitzt, das Problem und nicht der Computer selbst. Also hier ist auch wahrscheinlich nicht der Chart das Problem, sondern derjenige, der den Chart analysiert hat und das bin ich. Und das muss man auch einfach als Trader machen. Du machst als Trader
Fehler. Manchmal machst du keinen Fehler, aber manchmal machst du auch Fehler. Und dann ist es eher hilfreicher, dass du nochmal guckst, okay, was war vielleicht nicht so hilfreich? Da muss man sagen, okay, die meisten interessieren sich offensichtlich nicht für das, was ich hier sehe, sondern die meisten interessieren sich eher dafür, ja, diese bullische Keilformation hatten wir auch besprochen, testet's auch nochmal, aber offensichtlich ist für die meisten mehr so Schulter, Kopf und wenn der jetzt nochmal hochkommt, dann könnte das eine Schulter sein und für die meisten ist tatsächlich die Nackenlinie um die 98,60 signifikanter und darüber hätte der Markt Potenzial nach oben zu laufen. Wichtig ist, du hältst einfach an deinem Stop-Loss fest, wirst du ausgestoppt, dann musst du sagen, doof. Dann darf man jetzt nicht sagen, ah, komm, jetzt kaufe ich nochmal hier nochmal nach, damit ich mich verbilligere, weil ja der Einstand so schlecht war. Nee, das ist einfach, das läuft gerade schlecht. Da solltest du nicht noch in irgendwas, was schlecht läuft, auch noch Geld reinstecken. Wenn der hier hochkommt und der bricht, okay, dann traden wir es nochmal. Haben wir immer noch eine gute Möglichkeit, das auf der bullischen Seite zu traden. Vielleicht gibt er uns auch ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Oder ich halte einfach an meinem Stop-Loss fest und der Markt tut mir den Gefallen und macht tatsächlich dann hier eine bullische Bewegung in Richtung 100 Dollar, ohne mich vorher auszustoppen. Wichtig ist, egal was wir traden, egal wann wir traden, egal wie wir traden mit einem Stop-Loss. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Für heute ist, glaube ich, alles gesagt. Vielleicht noch eins. Mein Name ist Hamed Esnachari und es ist völlig egal, wie schlecht die Trades laufen, wie viel Geld man verliert. Leute, das Wichtigste und Coolste, was wir haben, ist unsere Gesundheit. Und deswegen wünsche ich Ihnen vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen.